Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cooking Fever. Hier im chinesischen Restaurant, die Pizzeria, haben wir abgebrochen, kann man sozusagen sagen. Die mache ich nicht mehr weiter. Die ist einfach ein wenig zu schwer. Ohne die ganzen exklusiven Premium-Verbesserungen, die man sich da halt mit Millionen von Juwelen kaufen könnte. Aber nicht mit mir. Ich bin gespannt, was denn hier unten sein wird. Sowas ähnliches halt wie Popcorn. Also das chinesische Äquivalent zu Popcorn. Die ganzen Wartezeiten und so weiter habe ich natürlich noch nicht erhöht durch die ganzen Verbesserungen. Durch die Restaurantverbesserung. Schlecht gewesen. Die wollen am Ende echt immer nur noch Tee haben, die Penner. Acht Gold noch bekommen. 150? Ne, 100. 150 sogar. Boah, krasser Shit. Krass, der Shit, der hier fehlt immer noch, muss alles noch verbessert werden. Serviere 4 Chips in 10 Sekunden 40 XP 150 Münzen. Nehme ich doch direkt mit. Und dann gehen wir auf Level 6. Und dafür gibt es jetzt. ja. Was ist denn das? Fisch, aber Schrimps sind ja auch Fisch. Was cool ist, du darfst jetzt die Wärmebehälter mit den. Oh, Leute, ich bin langsam schon wieder. Vor allem der Tee, der braucht Ewigkeiten. Kein Plan, ob ich das hier weiterspielen werde. Das ist genauso Bullshit wie die Pizzeria. Vor allem ohne zweite Tee-Dingsen kannst du es eigentlich knicken, ja. Die sind jetzt schon unglücklich. Oh, Freunde, ich glaube, das sieht schlecht aus für Cooking Fever. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. So, da mache ich Salat und dann möchte sie das haben. Oh, wenn das heftige Level werden, ich glaube nicht, dass ich mir das mehr lange geben werde. Eine Fischbratpfanne. Können wir noch ein zweites Mal machen? Sehr gut. Und noch den Fisch erhöhen. Aber eigentlich müsste ich jetzt auch den Speisenwärmer noch mal eins erhöhen. Da ich jetzt noch ein zweites Gericht habe und es kommt noch ein drittes Gericht dazu, der Reis. Eine Hühnchenbratpfanne, ne, Hühnchen kommt dann rein, Reis ist wahrscheinlich hier unten, das wie die Popcorn, Hühnchenflügel, Suppentopf, Meeresfrüchte, Suppe und der Mondkuchen. Den Teekessel müsste ich eigentlich machen. Den muss ich machen, er ist Pflicht.
Zack, haben wir 7 Diamanten rausgehauen. Den grünen Tee brauchen wir nicht verbessern. Die Schrimp-Bratpfanne auch nicht. Das Display wäre eigentlich nicht schlecht. Es müsste doch eigentlich noch ein anderes Display geben, oder? Achso, guck mal, Portionen auf einmal von 2 auf 4. Wow, okay, das ist heftig. Aber 10 Diamanten dafür rauszuhauen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Aber ich brauche das. Okay. Und dann 6 auf einmal. Und Speisen, wenn man bräuchte, brauche ich jetzt dann nicht mehr. Weil ich jetzt die Displays habe. Naja, Leute, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Das wird ganz und gar nicht gut gehen. Oh Mann, das kostet schon wieder viel zu viel Dingensen. Juwelen. Sojasauce und einen Tee, dann kriegst du hier deinen Lachs. Ups, hab das Falsche hochgemacht. Uiuiui, das kann ja was werden. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine Verbesserung, das ist ja schon mal gut. So, Salat. Salat und Sojasauce. Shrimp und Tee. Alter, so schnell einen Stern bekommen. Da bin ich immer echt gespannt. Verbessern den Fisch auf Stufe 1. Da wäre 2000 Tee in 7 Sekunden. Verbessere die Fisch- und Schrimpgerichte auf Stufe 1. Das Gold ist nicht das Problem. Das ist eher das Problem, dass ich einfach mal 30 Juwelen ausgegeben habe für das chinesische Restaurant bisher. Und es wird dann noch weitergehen. Also, wenn ich dann ein drittes Gericht habe, brauche ich für die letzten beiden Displays auch noch. Oder halt den Speisenwärmer. Das ist dann halt die Entscheidung, die man selber treffen muss. Weil ich erstmal lieber hätte. Na, Tee, wo bleibst du denn? Nichts mehr zu essen. Okay. Noch geht es so ein bisschen locker flockig von der Hand. Ein Shrimp, ein das und eine Tasse. Der Reis. Von 3 auf 4, von 4 auf 5. Okay, können wir auf jeden Fall auch schon mal verbessern. Okay, das ist. Oh, das ist aber in Ordnung. Das geht noch. Ich erstmal nur mal gucken.
So, jeweils hier von 1 nochmal. Dann möchtest du das haben, dann möchtest du das haben und auch eine Tasse Tee. Dann möchtest du das haben und dann möchtest du das haben und das war's. Und jetzt haben wir wieder nichts mehr. Und da ist ein Schälchen Reis. Ah ja, niedlich. Schnieke! Wir haben jetzt bald wieder Level 24, die Hälfte haben wir schon. Das geht ja ratzfatz. So, du möchtest Fleisch haben. Fisch natürlich. Das ist, glaube ich, Fisch, oder? Dann möchtest du das haben, dann möchtest du noch das. Machen wir. Warum alle keine Shrimps haben mehr, hm? Alle keine Shrimp-Fans mehr. Mmm. Shrimp und Shrimp mit Salat. Das und das und das. Alter, ernsthaft? Die wollen echt nur das haben, ne? Was ist falsch mit euch? Oh, das war sowas von falsch. Ah ja. Dann ist es so. Na, komm, Tipp. Und gerade noch so einen dritten Stern bekommen. 584 Münzen wieder mal dazu. Auf zur Nummer 10. Gucken, wann es einfach unendlich schwierig wird. Mal gucken. Bei der Pizzeria hat es mich einfach nur gestört, dass man einfach irgendwann nicht mehr durchgesehen hat und man halt so viel vorbereiten musste und ja, es war irgendwann echt nicht mehr cool gewesen. So, dann möchtest du Shrimp haben, dann möchtest du auch noch einen Shrimp haben. Das ist kaputt, alles klar. Und noch eine Teetasse. Salat und Tee. Einen Shrimp, etwas Fleisch. Ich mache einfach mal alles und gucke, was dann übrig bleibt. So, Reis und Soja und Tee. Fleisch und Reis. Oh Gott, das war falsch. Das war falsch. Ich muss die schnell alle wegbringen, sonst verbrennt mir da was. Sehr gut. Oh, knapp. Sehr knapp. Das war close. Ach so, siehst du. Ich brauche Fleisch. Oder Fisch. Jetzt aber mal Fleisch. Ein Shrimp und ein Tässchen Tee, dann ein Shrimp, Reis und Sojasauce. Und das war's. Leider keine 3 Sterne mehr. Schon bei Level 10 keine 3 Sterne mehr. Das ist ja interessant. Ah, ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel so sehr. So, wir machen mal ganz kurz eine kleine Pause. Warten, bis die ganzen Verbesserungen fertig sind. Ja. 37% der Aufgaben haben wir schon erfüllt. 2,5 Kilowattstunden an Stromverbrauch. 384 Fahrmeter der Shrimps und 0,2 Fässer Tee gekocht. Hier ist anscheinend irgendwas von verbessert. Nee. Warum zeigt mir das das an? Achso, wahrscheinlich von dem anderen noch. Ne. Küchen. Achso, hier Interieurpreise für Gerichte erhöht, das ist was anderes. Das ist ja was anderes. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Cooking Fever. Bis dahin. Ciao.